Fast vor 200 Jahren erarbeitete einer der weltgrößten Gelehrten das Periodensystem der chemischen Elemente, Dmitri Mendeleev. Die Heimat des Gelehrten ist das Gebiet Tümen. Wir machen Sie mit dem Tourismusperiodensystem des Gebiets Tümen bekannt. Das Gebiet Tümen ist eine der wenigen Regionen Russlands, die sich von den Meeren des Atlantischen Ozeans im Norden bis zur Staatsgrenze im Süden erstreckt. Wir sind nie so weit, wie Sie denken. Die Flugreise von Tümen nach Moskau dauert 2 Stunden 50 Minuten. St. Petersburg erreichen Sie in 3 Stunden. Zurzeit zeichnen Sie das Gebiet Tümen durch seine Dynamik und aktive Entwicklung aus. Hier findet man allen Komfort zum Leben und Arbeiten. Die Tümener meinen mit Recht, dass sie in der besten Stadt der Welt leben. Jedes Jahr kommen in die Region Tümen 2,2 Millionen Touristen. Sibirien ist eine Region mit hartem Klima und willensstarken Leuten. Wir sind in Sibirien aus freiem Willen. Tümen wurde im 16. Jahrhundert nach dem Erlass des Zaren Fjodor Iwanowitsch gegründet und war die ersten Jahrhunderte der Staatsgeschichte ein wichtiger Vorposten des russischen Staates hinter dem Ural. Das Gebiet Tümen ist eine multikulturelle Region, wo mehr als 140 Nationalitäten und Völkerschaften in bester Eintracht leben. Wir schätzen unsere Traditionen und bewahren jahrhundertelang die Kultur und die Geschichte unserer Region. Sie können deshalb beim Spaziergang das einzigartige sibirische Barock und die Holzschnitzereien der Kaufmannshäuser bewundern. Was im Gebiet Tümen alle in Erstaunen versetzt, ist die Natur, nämlich dichte Wälder, Flüsse, Felder, kristallklare Seen und die Luft voll von Taiga-Düften. Eine richtige Erholung auf sibirische Art ist die Jagd. Hier kann man nach Bären, Rehen, Wildschweinen und Elchen jagen. Bei der sibirischen Jagd spüren Sie Eifer und begegnen die Natur der harten Region. Das Gebiet Tümen ist ein heißes Herz Russlands. In der Nähe von Tümen befinden sich Thermalquellen. Die Wissenschaftler haben bewiesen, dass das Tümener Mineralwasser alle nützlichen Elemente des Periodensystems von Mendeleev enthält. Die Region Tümen ist ein Land der talentvollen Menschen, nämlich des Malers Wassily Petrow, des Komponisten Alexander Alabjew und des Autors des Märchens Das Buckelpferdchen, also Pjotr Jerschow. Das ist auch die Heimat des geheimnisvollen Russen des 20. Jahrhunderts Grigori Rasputin. Das Hausmuseum von Grigori Rasputin können Sie in der Dorfsiedlung Pokrovskaya auf dem Weg nach Tobolsk besuchen. Gerade in Tobolsk haben sich nach der Revolution die Romanows aufgehalten. Mehr als 300 Jahre lang saß diese Zarendynastie auf dem Thron des Russischen Reiches. In Tobolsk ist das Haus erhalten geblieben, wo die Zarenfamilie in ihrer Verbannung unterbracht wurde. Heutzutage ist es ein rekonstruiertes Museum der Familie von Nikolai II. Diese zwei Museen sind ein Teil des nationalen Projekts Die Zarenroute, das 14 Regionen Russlands einschließt. Der einzige weichsteinerne Kreml hinter dem Ural ist eine Perle von Tobolsk. Dieser Touristenkomplex schließt die katholische Kirche, das Bischofshaus, das Schloss des Statthalters, die Bibliothek und sogar das Gefängnis ein, wo man das Quiz, die Flucht aus dem Gefängnisschloss, machen kann. Das Leben im Gebiet Tümen ist voll von Festen und Ereignissen. Der Sommer in Tobolsk ist besonders schön. Sie können klassische Musik im Tobolsker Kreml genießen. Ihre Reckenfähigkeiten testen und die Geschichte erleben können Sie auf dem Festival der historischen Nachstellung. Wir laden Sie ein, die größte Plinse, also Blin, in Russland zu backen, leckere sibirische Fischsuppe, also Uha, zu kosten, das größte Theaterfestival zu erleben und das ethnische Musikfestival Himmel der Erde zu besuchen. Wir warten auf Sie, um die Atmosphäre der Ereignisse in unserer Region zu genießen. Wir sind von außen kalt, aber drinnen heiß. Sibirische Kälte macht den Empfang heiß. Beginn deine Bekanntschaft mit Sibirien in Tümen.